Hallo ihr Lieben, hier zur 10. Folge von X4, immer noch mit der Beta 10. Ja, und ich freue mich auf diese Folge, weil wir heute die Nemesis kaufen werden. Die wollte ich ja unbedingt ausprobieren, weil ich halt gelesen habe, dass sehr viele von euch diese ganz gerne als Spielerschiff fliegen und die auch sehr gut sein soll. Da freue ich mich schon drauf, machen wir aber gleich. Ich zeige euch erst, was ich außerhalb des Gameplays gemacht habe, weil die Nemesis, die kostet ja so einiges und ich habe jetzt hier 21 Millionen Credit zusammen. Ja, ich weiß, ich bin verrückt, aber es hat schon Spaß gemacht, ne? Ja, ich habe hier einiges noch gemacht nebenbei, schaut mal. Ich habe aber auch oft den Sinser benutzt, muss ich dazu sagen. Gerade wenn ich hier Sachen für das Hauptquartier zusammengesucht habe, weil ich noch was angebaut habe. Das zeige ich euch gleich mal. Also ich habe hier noch ein paar Sektoren aufgedeckt. Hier sind auch noch gefährliche Sektoren. Schaut mal, hier ist noch ein Xenon-Sektor. Da bin ich kurz reingesprungen und wieder rausgesprungen. Also das habe ich nicht weiter mit meinem Entdeckerschiff aufdecken lassen. Hier Morgenstern und so, überall so ein bisschen alles aufgedeckt. Hier oben habe ich aufgedeckt, was es so da gibt, Fabriken und Stationen und so, ne? Also richtig cool. Schaut mal, das sieht jetzt schon richtig viel aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber bestimmt, oder? Genau, dann habe ich unsere Forschung vorangetrieben. Ich kann jetzt mittlerweile Reichweite 2 in der Teleportation und ich habe die auch schon ausprobiert. Oh, das ist cool. Man kann zwar nur von Schiff zu Schiff und nicht von Station zu Station, aber jemand hat mir einen lieben Kommentar hinterlassen, dass ich doch so Schiffe, die ich jetzt nicht unbedingt benötige, in Station abstellen soll und die zur Teleportation dann nutzen kann, wenn ich von Station zu Station möchte, ne? Eine ganz tolle Idee, Dankeschön dafür, werde ich auf jeden Fall machen. Und die Dreierreichweite, hier habe ich schon mal ein bisschen was in die Video mit unserem Bergbauschiff farmen lassen und hier eingelagert. Und dazu habe ich hier nämlich was angebaut. Ich zeige es euch. Ja, das hat alles schon lange gedauert, aber mit den Sinser ist das echt besser. Hier habe ich noch einen zweiten Container, noch Verbindungsstücke dran gebaut und daran noch einen Feststoffcontainer. Den musste ich allerdings erst als Modul kaufen, weil ja, das Nividium geht nur hier rein. Das kann man nicht hier rein lagern. Und ja, das ist hier, glaube ich, von den Paraniden gewesen und ist cool, ne? Also wenn man später alle Module hat von den Fraktionen, ist echt, was man sich da zusammenbauen kann, oh, da freue ich mich schon riesig drauf. Richtig klasse. Und ich war Kristalle farmen, habe noch ein paar Raumfliegeneier gesammelt, habe den Kaviar davon verkauft. Das hat auch einiges gebracht. Und den ganzen Rest haben halt unsere Bergbauschiffe gemacht und unsere Handelsschiffe. Davon habe ich mittlerweile zwei. Ich habe noch ein zweites geholt. Wobei das zweite, ich zeige euch das eben, nur einen Zweierpiloten hat. Na, wo bist du? Hä, du bist ja hier. Das hat nur einen Zweierpiloten und daher kann ich nicht automatisch einen Handel machen, sondern das hat Waren verteilen. Ich habe eigentlich alles reingemacht, bis auf die illegalen Sachen. Das ist jetzt ein bisschen komisch, dass das hier festhängt, beziehungsweise hier immer noch hängt. Machst du überhaupt was? Freies Handeln? Suche nach Handelsangeboten. Das ist ja komisch. Eigentlich hat das Schiff auch die ganze Zeit mitgemacht. Das war sogar überall unterwegs und jetzt hängt das hier irgendwie. Ich schicke das einfach mal woanders hin. Ja, wohin denn zum Beispiel? Kommt hier nach Dreieinigkeit. Hinfliegen und warten. Vielleicht macht sie ja dann wieder was. Die hängt da jetzt anscheinend schon eine ganze Weile. Ja, das machst du anscheinend. Okay, genau. So, was gibt es noch zu sagen? Ja, und zwar folgendes, ich lese ja eure Kommentare und ihr habt mir ein paar Hinweise zur Folge 8 gegeben, dass ich in Argent Prime ein herrenloses Schiff vergessen habe, während ich die Quest mit dem Bosuta gemacht habe und ein Schiff eskortiert habe. Und zwar tatsächlich, schaut mal hier, das scheint hier anscheinend ein herrenloses Schiff zu sein. Das werden wir uns gleich holen. Da hat mir auch der Abo einiges erklärt, wie man das macht und so. Na, ich hoffe, das geht, weil ich habe hier extra schon den Decker hingeschickt. Und da werde ich mich gleich hin teleportieren. Das geht ja Gott sei Dank jetzt so weit. Und dann werden wir uns das mal holen gehen. Und währenddessen, hier steht auch schon mein Cerberus in Dreieinigkeit, werden wir schon mal hier die Nemesis kaufen. Die kann ja schon mal gebaut werden nebenbei. So, das werden wir jetzt machen und ich freue mich drauf. Ich möchte die unbedingt heute ausprobieren mit euch noch. Nemesis und im schweren Loadout, genau. Ich hoffe, das reicht hier alles, das Geld. Perfekt. Okay. Oh, so ist natürlich einiges, was hier fehlt auf der Station, damit das gebaut werden kann. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt hier die Antriebe.
Wie schnell sind wir denn Reisegeschwindigkeit? Wenn ich hier so eine Reise reinmache, ist das 4300. Oh. Ja, das hatte ich ja schon gesagt, das ist wesentlich besser. Dafür boost man hier so ein bisschen Geschwindigkeit ein hier oben. Ja, hier ist 412, hier ist 393. Aber ich glaube, wir fliegen ja schon oft weit, ne? Ich glaube, ich möchte die Reisegeschwindigkeit haben. Ja, kommt, ich nehme das Schild. Man müsste ja hier zum Beispiel bei den Schildern jetzt zu den Teladi dann fliegen können und ich müsste mir ein größeres Schild holen können. Das müssen wir auch unbedingt mal ausprobieren. Oder beziehungsweise werde ich das auch noch machen. Wenn auch vielleicht außerhalb des Gameplays, müssen wir mal schauen. So, dann haben wir hier die Schubdüsen. Around und Gefecht. Nicken, ändert sich da überall was? Ja, ich denke mal, da ist das Gefecht schon ganz gut. Das lasse ich lieber so, Schilder lasse ich auch. Dann können wir echt mal bei den Teladi gucken. So, dann haben wir Waffen. 5 Stück, wie genial ist das denn? Das hat die Railgun drauf. Was ich auf jeden Fall machen möchte, mir von den Argonen die... das ist hier nicht bei, oder? Nee, der ist nicht bei. Und zwar diesen Ionenblaster holen. Genau. Der ist ja richtig, richtig gut gegen Schilde. Und den würde ich gerne wieder haben. Den haben wir auch auf dem Cerberus drauf. Allerdings haben wir den nur auf dem Cerberus und deswegen ist der Höhenschaden auch so wenig. Aber Railgun, ich kann ja mal kurz schauen. Ja, das mache ich mal schnell, weil ich mich nicht so gut auskenne mit den Waffen. Ihr habt mir zum Beispiel empfohlen, Strahlen im Mitter. So, das ist die Railgun. 228, okay. Schildschaden macht die und Höhenschaden. 0,29 Schüsse pro Sekunde nur. Das klingt aber sehr wenig. Dafür 16 Kilometer, das klingt sehr gut. Projektilgeschwindigkeit 10.000 Meter die Sekunde. Ja, okay, das klingt wirklich allerdings sehr wenig, die Feuerrate. Anfangshitze. Okay, das weiß ich jetzt nicht so, das klingt sehr wenig. Und der Strahlenemitter, haben wir den auch? Den haben wir hier, der macht nur 157, der macht weniger. Auf 4,4 Kilometer. Obwohl, die Reichweite, die ist nicht ganz so schlecht, ne, von dem. Das ist nicht schlecht. So. Erwarte Befehle. Haben wir jetzt hier noch? Pulslaser. 251. Wartet mal, wie viel hat die Räder gemacht? 228 auf 16 Kilometer und 0,29. Und der Pulslaser. Schaut mal, der macht 2,93 Schüsse pro Sekunde. Und 251 auf 5 Kilometer. Klingt auch nicht schlecht. Hm. Dann haben wir hier noch Bolzen. Ne, das ist für S. Hier oben. 374, 4,8 Schüsse pro Sekunde. Ach ja, ihr könnt mir echt mal schreiben, was gut für meine Nemesis jetzt hier speziell wäre, ne? Würde mich echt mal interessieren. 4,8 Kilometer, das klingt auch richtig gut. Das klingt sogar sehr gut, ne? Mache ich denn nicht mehr Schaden damit als die Railgun? Ich büße zwar hier Kilometer ein, aber kann viel öfter schießen. Bolzen, Repartierer. Okay, da muss ich mal schauen. Schade, dass man hier nicht direkt wieder ins Kaufmenü reinkommt und immer rausfliegt, wenn man das macht in diesem Lexikon da gucken. Okay, komm, pass auf. Aber ich will sie erstmal testen, so wie sie ist. Ich lasse sie erstmal so. Bis auf den Reisemodus, den mache ich hier wieder rein. Oh, 4300, wie schön. Das lassen wir auch, Schilder auch. Und Waffen ist anscheinend alles hier die Railgun. Genau, das lasse ich. Gibt es hier dieses Bolzenreparat? Das gibt es hier sogar, schaut mal. Was ist denn, wenn ich das reinmache? Oh, dann wird sie schon 2 Millionen billiger. Jetzt ist die Frage, ist hier Credits gleich Wertigkeit? Also wisst ihr, wie ich meine, dass der hier diese Railgun tausendmal besser ist als zum Beispiel dieses Bolzenrepartier oder wie das heißt. Das wird hier nicht ganz angezeigt. Wäre echt mal interessant. Aber kommt, wir lassen das jetzt einfach mal so. Ich teste es aus. Ich schaue. Aber was ich auf jeden Fall mache heute noch zu den Argonen und hier auf irgendeinen der Slots einen Ionenblaster draufsetzen für die Schilder. Aber wir müssen es erstmal so testen. So, Geschütztürme ist hier drauf. Das könnte der Strahlen. Strahlengeschütz, okay. Ist das so ein Strahlen in Mitte?
Das könnte natürlich sein. Okay, das lassen wir so. Bei dem Cerberus haben wir ja Flak drauf und die Flak finde ich eigentlich sehr gut. Müssen wir mal schauen. Software, das ist auch alles super. Verbrauchsgüter, Satelliten nehmen wir mit, auf jeden Fall. 10 Stück bitte. Dankeschön. Navigationsbarken kommt, dann nehmen wir auch nochmal 5 mit. Man weiß ja nie. Und Ressourcensonden nehme ich auch 10 mit, kann man alles gebrauchen. Nee, nicht 85, 10 bitte. Dankeschön. Laserturm, Freund, Feindmine. Oh, gibt es hier gar keine Reparatur? Drohne und keine Verteidigungsdrohnen? Echt jetzt nicht? Oh, wie schade ist das denn? Okay. So, und Servicemannschaft bleibt so. Ich mache das jetzt einfach. 15,8 Millionen, oh je. Gut, aber ich möchte die unbedingt ausprobieren und ich will jetzt auch noch mal so vielleicht eine Fabrik bauen oder so einen Sektor einnehmen. Da habe ich nämlich noch was gelesen. Ihr Lieben, aber dazu erst in der nächsten Folge. Wollte ich eigentlich noch schaffen, bevor Wiege der Menschheit rauskommt, damit ich so ein bisschen noch mehr getestet habe hier im Spiel. Aber dazu erst nächste Folge was. So, passt auf. 5 Millionen haben wir dann noch. Aber hier fehlt ganz viel. Seht ihr das? Wir machen es einfach. Kommt, wir machen es. Und währenddessen würde ich sagen, während das gebaut wird, das dauert ja jetzt, denke ich, erstmal. Ja, das wird eine Weile dauern. Werde ich mich mal hier zu dem Entdecker klein machen. Und wir holen uns die Cerberus da oben, ne? Das werden wir mal machen. Teleportiere, zuschaut. Und jetzt kann ich da hin. Perfekt. Und dann wird natürlich gespeichert. Super, okay. Erreiche System Argon Prime. So, da sind wir. Discoverer, Angreifer. Okay. Dann fliegen wir da mal hin. Das habe ich echt nicht gesehen. Das ist wirklich schön, dass ihr mir so eine Hinweise gibt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal zufällig entdeckt hätte oder ob das vielleicht weggegangen wäre. Keine Ahnung. Autopilot Aber das ist natürlich eingeschaltet. klasse. Cerberus Verteidiger. Wir haben, glaube ich, einen Angreifer, oder? Ich glaube schon, unser ist Cerberus Angreifer. Ich schau mal schnell. Ach, hier ist er doch, ja, Angreifer, genau. Aber. Cerberus, Verteidiger. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch hinbekomme, dass wir den bekommen. Ach ja, der hat ja dann bestimmt keinen Piloten, ne? Dann müssen wir auch mal schauen, wie wir das machen. Das hier eigentlich ist Servicemannschaft. Muss man nachschauen. Crew. Ein von drei, nee. Der hat gar keine Servicemannschaft drauf. Naja, gut, vielleicht lassen wir die Nova denn hierher fliegen. Das mache ich dann aber noch, ne? Also, das kann ich auch außerhalb der Folge machen. Autopilot Oh, das ausgeschaltet. sind wir. Wie cool ist das denn? Ach so, ihr Lieben, bevor ich es vergesse, mir fällt nämlich gerade noch was ein. Und zwar zu noch einem Kommentar. Mir hat jemand geschrieben, ich soll doch mal bitte Shift und 1, 2, 3, 4 ganz schnell drücken. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe extra vor der Folge gespeichert, falls jetzt hier irgendwas schief geht. Das mache ich aber schnell noch, ne? Also Shift 1, 2, 3, 4. Wie krass ist das denn? Okay, jetzt bin ich hier auch nach vorne gepustet, nicht schlimm. Och, wie cool ist das denn? Also ihr seid echt toll mit euren Kommentaren immer. Wirklich. Das ist ja cool. Super. Sehr schön. Oh, da freue ich mich immer drüber, wenn ihr mich schreibt. Halt jetzt nicht wieder nach vorne boosten. Oh, jetzt habe ich das nochmal gedrückt. Ich will es eigentlich ausschalten. So. Okay, jetzt sind wir aber nur im Scan-Modus. Ah, wie toll ist das denn? So, wie weit weg sind wir noch ein Stück näher dran? Wir sind ja klein. So, hört er das? Hier ist nämlich irgendwo schon so ein Signal. So, machen wir bis hier hin. Und dann muss ich in meinen Raumanzug. Ach, das ist ja nur ein ganz Discoverer, kleines Schiff hier. Angreifer. Wo ist denn hier das? Ach, da. Okay. So, Raumanzug benutzen. Ja, möchte ich. So. Okay. Und jetzt muss ich da was reparieren, so damit ich da einsteigen kann, ne? Aber Cerberus, Verteidiger. genau, das Ziel hat niemand an Bord, der dir eine Andockerlaubnis erteilen könnte, weil der keinen Piloten hat, ne? Also herrenlos ist. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich bei meinem Cerberus eingestiegen bin.
Also bei meinem, den wir besitzen, da bin ich auch schon mal mit einem Raumanzug rumgeflogen. Das war irgendwo hier hinten, ne? Hört ihr das? Ich höre hier auch so ein Signal. Ich höre es, aber ich sehe keins. So, da ist die Landefläche. Eigentlich müsste das hier hinten sein. Also wenn, müsste ich bestimmt hier hinten was machen. Erwarte Befehle. Das klingt auch schon wie hier, ne? Oh, jetzt. Na, was machst du denn jetzt? Oh, der Raumanzug geht. Der ist so schwerfällig. So, passt mal auf. Noch mal ein Stück zurück hier. Na toll, jetzt habe ich mich hier voll verwurstelt. Super. Ja, das kommt schon aus dieser Richtung, ne? Bestimmt da, wo man rein muss, da muss man bestimmt was reparieren. So. Mal gucken. So, jetzt vorsichtig. Das kommt von hier. Ich meine, ich bin bei meinem hier so eingestiegen. Na, das müsste die Luke da sein. So. Auch nochmal Shift D. Andock nicht möglich. Andock nicht möglich, genau. Wir müssen. Oh, sag mal, ich habe doch hier schon längst nach vorne gemacht. Wieso machst du denn so weit nach hinten? Jetzt aber. Oh, hier muss man ganz vorsichtig sein. Das ist so schwammig hier, die Steuerung. Okay, jetzt anhalten bitte. Anhalten. Hier müssen wir bestimmt irgendwo. Da ist doch irgendwas, oder? Ah, das ist jetzt weggegangen, habt ihr gesehen. Aber da war nicht so ein Signal irgendwo. Ah, jetzt hörst du aber auch nichts mehr. Wartet mal. Undock erlaubt. Ah, wie toll. Seht ihr das? Och, cool. Okay, da gehen wir rein. Perfekt. Und gehört der mir jetzt schon? Ja, schaut mal, Besitz. Plus 30, okay. Och, wie cool ist das denn? Ja, der hat natürlich keinen Piloten. Ist der exakt gleich? Wobei Angreifer und Verteidiger ist bestimmt unterschiedlich, oder? Cerberus Verteidiger. Ausrüstung. Der hat Bolzengeschütze. 4 Stück, also komplett anders. Wir haben Flak. Und Drohnen hat er auch. Drohnen. Drohnen hat der anscheinend hier gerade nicht. Und was hat er als Waffen? Neutronen-Gatling. Okay, MK2. Das habe ich auch noch gar nicht gelesen. Ach, wie cool ist das denn? Ja, ich werde auf jeden Fall hier einen Piloten für beschaffen. Und wir müssen mal schauen, ob wir den aufheben oder ob ich den verkaufe. Aber ich denke mal, ich hebe den erstmal auf. Macht hier nicht meine Station kaputt, ne, von Argon Prime? Die brauche ich noch. So, perfekt, den haben wir. Oh, wie cool ist das denn? Da freue ich mich. So, was macht hier unser Schiff? Wird das gebaut? Ich glaube ja nicht. Okay, Lieben, wir machen das denn so. Ich werde mich jetzt hier rüber teleportieren und ich hole euch dann dazu, ne, wenn ich dann, ja, wenn das Schiff fertig ist, ne? Genau, machen wir es so. Wenn das Schiff fertig ist, hole ich euch dann dazu. So, unser Schiff wurde jetzt gebaut. Ich habe das mit dem Sinsa gemacht, also vorgespult. Dadurch haben wir jetzt auch schon was mehr Credits wieder. Schaut mal bitte. Ich habe hier eigentlich nur rumgehangen die ganze Zeit und gewartet, dass das endlich mal fertiggestellt wird. So, das ist unsere Nemesis. 79, bitte 28. Erwarte Befehle. Oje, alle auf einmal. Handelsschiff 2, du sollst da eigentlich handeln. Was machst denn du für Blödsinn? Wieso stoppst du immer wieder? Moment, da muss ich nicht schauen. Informationen. Hinfliegen und warten. Nein, du sollst Waren verteilen. Aber so richtig kommt er jetzt nicht in die Gänge, ne? Na nun gut. Der wird schon wissen, was er macht. Ja, schaut mal bitte. Cool. Wirkt das ein bisschen kleiner als der Cerberus? Wo ist der? Den haben wir doch hier auch geparkt. Schaut mal, der hinten wirkt so groß. Das wirkt schon ein bisschen kleiner, aber ich glaube genauso lang, ne?
Oder es wirkt nur so. So, ich gehe mal rein. Klasse. 5 Waffen haben wir jetzt. Und ich freue mich jetzt endlich, das auszuprobieren. So. Cockpit. Oh, ich bin gespannt. Lasst mich rein. Oh, kleiner, also weniger Sitzplätze, ne? Der Cerberus hat ja rechts und links noch. Och, jetzt wird wieder gespeichert, okay. So, lass mich da bitte mal hin. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. So, oh, jetzt bin ich echt aufgeregt. Aufstehen. Nee, nicht aufstehen, abdocken bitte. Oh, schaut mal, da sind schon wieder 316.000 vom Handel ausstehend. Klar, wenn das ein Handelsschiff ist, der hat er auch eingekauft. Aber trotzdem. So, dann fliegen wir mal raus. Dann müssen wir mal schauen, wo wir das jetzt ausprobieren, ne? Wir haben hier in der Nähe einen Xenon-Sektor. Aber trauen wir uns da rein? Und was ich heute vielleicht noch machen möchte, schnell nach Argon Prime nochmal fliegen. Aber wir probieren es erst so, wie es ist, aus, ne? Definitiv. Ich würde gerne Argon Prime sonst den Ion Blaster kaufen, je nachdem, wie schnell wir die Schilde runterkriegen. Bei dem mag ich echt. Okay, der bremst ein bisschen langsamer. Gut zu wissen. Aber okay. So, passt mal auf. Wir könnten jetzt hier runter schauen in zweiten Kontakt. Aber da war ich jetzt schon länger nicht mehr, deshalb weiß ich nicht, obwohl hier sind schon angegriffene Fabriken und so. Aber wir könnten auch, weil wir da in der Nähe sind, hier uns mal reinwagen. Aber da war direkt eine Verteidigungsstation. Komm, wir probieren das mal hier, ne? Wir wollen ja 1, 2 Feinde haben. Wir haben ja gerade gespeichert. Also ist das kein Problem. Ja, so. Okay. Dann probieren wir das eingeschaltet. Und springen denn da durch. So. Ja, das also mit den 2 Handelsschiffen und den Bergbauschiffen, ich bin echt zufrieden. Schaut mal, ne? Was hatten wir eben, als wir den Cerberus, nicht den Cerberus, die Nemesis gekauft hatten? Knapp 5,7 Millionen, glaube ich, noch, ne? Und jetzt 8,1. Ist gar nicht so schlecht, finde ich. Erreiche so. System. Leuchtendes Versprechen. Da traue ich mich aber was. Oh, guck mal, jetzt können wir gleich mal die Reisegeschwindigkeit austesten. Der wirklich auf 4000 hochgeht. Sprungtor, Janamos Sura. Aber die Beschleunigung dauert was länger, oder? Kommt mir das nur so vor? Nee, ich denke, die dauert was länger. Ah, schön. Also vom Cockpit her und so gefällt der mir sehr gut hier. Und 5 Waffen. Wie cool ist das denn? Ach, wartet mal. Wir sollten das da oben noch umstellen. Genau, wir haben hier nur 2 Geschütze. Strahlen. Geschütz. MK1. Die MK2 sind immer was besser, ne? Meine aktuellen Feinde. Okay. So. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ihr seht ja, in die Xenon-Sektoren bin ich sonst nicht weitestgehend gewesen. Nur kurz reingesprungen und wieder rausgesprungen. So. Ja, schaut, 4300. Erreiche System. Janamos Sura. Aber hier haben wir auch noch einen Highway. Können wir auch noch mal weiter aufdecken. Hier oben geht es, denke ich mal, auch irgendwo hoch. Oh, hier ist auch was los. So, okay. Ja, mir kommt es vor, dass er ein bisschen länger braucht zum Beschleunigen, aber trotzdem, schnell ist er dann. Wenn er es erreicht hat, ist er schnell. Da haben wir auch noch ein Sprungtor, oder ist das das gewesen jetzt gerade? Ach nee, das ist das dann, okay. Sprungtor, Matrix, Nummer 4, 5, 1. Okay, hier ist das im Prinzip schon. Autopilot. Ausgeschaltet. Schade, hier hätte ja mal ein Feind rauskommen können. Leerer Raum. Dann
Würde ich sagen, wir trauen uns das einfach, ne? So, ich fliege jetzt hier durch. Meine Geschütze müssten eingestellt sein und ja. Ich hätte ja mal die Waffen gleich ausprobieren können einmal. Egal, ich springe jetzt durch. Erreiche System. Matrix. Nummer 4, 5, okay. 1. Da halten wir mal lieber an. Ach, schaut mal. Da werden wir gleich begrüßt. So. Ach, der wollte gar nichts von uns. Okay, auch gut. Der ist selber durchgesprungen. Na toll. Okay. Das ist bestimmt die Station. Na, da sollten wir lieber nicht hinfliegen. Das ist die Station. Schade, haben wir keinen Feind? Sind wir extra im 10. Sektor? Na toll. Da hinten ist... Ja, wartet mal in diese Richtung. Okay, da ist auch wer anders. Unbekanntes Schiff. Unbekanntes Schiff. Aber da sind wieder so ganz viele, ne, in die Richtung. Sieht jedenfalls so aus. Fliege ich richtig? Ja, ich fliege richtig. Das war keine gute Idee. Okay, wir müssen wieder ein Stück zurück. Och, Menno, was machst denn du? Man sollte nicht auf die Karte gucken. Oh, okay, ich krieg den Reisemodus noch hin. Das ist die Station. Ah, herrje. Das war ein bisschen zu nah mir gerade. Ah ja, der kommt hinterher, ne? Aber ich möchte unbedingt ein Stück zum Tor wieder hin. Ich mach mal hier kurz Leitsystem. Oh je. So. Autopilot eingeschaltet. Dass wir ein Stück weiter am Tor sind. Das ist nämlich jetzt so dolle weit weg. Diana Mossura. Hab ich mir jedenfalls markiert. Oh, schaut mal, da schießt auch andere. Ja, komm, dann probieren wir den. Na, P. Ich glaube, P hat man schon mal gut mit Cerberus auch gemacht. So. Ich will da bloß nicht so voll reinfliegen. So. Ja, gut, wir haben ja einen Speicherstand. Oh, herrje. Okay. Ich probiere mal aus. Hä, was ist das? Was ist denn dran? Das ist komisch. Schaut mal, ich kann jetzt... Nee, jetzt kann ich gar nicht mehr schießen. Sind die so schnell überhitzt, die Waffen? Das ist ja Wahnsinn. Schaut mal, ich kann nicht schießen. Okay, ich versuche mal ein Stück hier wegzukommen. Oh nee, die treffen mich. So, da ist das Tor. Ich drücke gerade mal zum Testen. Ich kann gar nichts machen. Also ich kann nicht schießen. Das ist echt komisch. Och Mann, ich habe mich so gefreut, das zu testen. Jetzt haben wir hier Feinde, aber ich kann nicht schießen. Kann das sein, dass die übel schnell überhitzen, die Railguns? Ich habe jetzt auch nicht gesehen, ob meine Geschütze schießen. Sprungtor, Diana Mossura. Jetzt dürfte ich wieder schießen, oder? Warte mal, wir probieren es nochmal. Und ein... wieder so nah. Schaut mal, der hat hier ja Schaden. Warte, ich probiere es mal in dem kurz. Nee, schaut mal, ich habe da gar nichts gemacht. Und jetzt kann ich wieder nicht schießen. Ach ja, je. Okay. Ich habe jetzt auch nicht... Doch, meine Geschütze schießen gerade, oder? Moment. Ich würde mal fast sagen, das wird nichts. Sprungtor, Diana Mossura. Das ist ja komisch. Die sind immer noch rot. Das gibt's doch gar nicht. Och nee, die Bewaffnung mag ich überhaupt nicht. Und konnte man schon so ein bisschen ja ahnen von den Werten her, ne? Von den wenigen Schüssen. Aber das war ja 0,2 die Sekunde. Jetzt müsste es ja irgendwie mal gehen. Jetzt sind ja fast 15 Sekunden schon um. Seht ihr das? Jetzt kann ich wieder schießen.
Und mein Schild ist auch schon ziemlich kaputt. Ich schaue jetzt nochmal schnell. Ich hätte ja gern mal den, aber den kriege ich nicht anvisiert. Doch, den kriege ich anvisiert. Aber ich glaube, die anderen sind... Der ist schneller, okay. Schieße ich drauf? Das macht gar nichts. Seht ihr das? Kann ich nochmal schießen? Nee, und jetzt kann ich nicht mehr schießen. Das ist echt komisch. Ja, jetzt war es das. Hülle beschädigt. Ja, Hülle beschädigt. Och Mann. Meine Güte. Och Jan. Schau mal bitte. Hülle kritisch. Krass, ja. Okay, ich hab's verstanden. Das sind nicht meine Waffen. Okay. Ja, und jetzt schießt mich auch mal ab. Super. Notfallauswurf. Wisst ihr, wie teuer mein Schiff war? Gut. Okay, ihr Lieben. Wir sehen uns gleich mal wieder. Und zwar nehme ich einfach mal den Speicherstand von ihm, ne? Weil das bringt mir jetzt hier nichts. Ich muss mir da andere Waffen drauf tun. So, ihr Lieben. Ich habe den Speicherstand neu geladen und bin aber noch schnell nach Argon Prime geflogen. Weil ich hole uns jetzt hier diesen Ionenblaster. Angedocktes Schiff ausrüsten. So, jetzt mal schauen. Also das ging ja mal gar nicht. Die Bewaffnung hat mir jetzt so gar nicht gefallen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur Sinn macht, wenn man da sehr weit weg von ausschießt. Also diese 16 Kilometer. Oje, oder ich habe falsch mitgeschossen. Aber ich konnte gar nichts machen. Ihr habt ja gesehen, teilweise 15 Sekunden kann man damit nicht mehr schießen. Sofort überhitzt und so. Oder ich habe was ganz falsch gemacht. Passt auf, wir machen jetzt das mal hier so schnell zum Testen. Ich will einfach noch testen, ob die 5 Waffen cool sind, wisst ihr? Ich lege jetzt erstmal was drauf. Und zwar unseren Ionenblaster MK2. Genau, 2 Millionen. So, den müssten wir uns... Ja, das geht. Okay, und auf die anderen Waffen muss auch was anderes drauf. Passt auf. Was hat man da vorhin gesehen? Den Pulslaser, ne? Habt ihr den hier auch? Pulslaser MK1 und MK2. War das der? 2,6. Das macht hier sogar was mehr, kann das sein? Pulslaser. Okay, ich probiere das, obwohl hier oben haben wir dieses Bolzen. Ich probiere es mal so. Pulslaser, Pulslaser. Bolzen. Bolzen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das sinnvoll ist, ne, was ich jetzt hier gemacht habe. Und auf jeden Fall die Geschütztürme habe ich auch nicht wirklich gesehen, dass die Schaden gemacht haben. 2 Stück haben wir. Ich mache mal hier meine Flak drauf erstmal, ne? Aber ob das Sinn macht, es wäre wirklich lieb, wenn ihr mir das mal schreibt. Okay. Zur Einkaufsliste hinzufügen. Genau, Crew und so bleibt alles. Wartet, ich schaue nochmal ganz schnell bei der Bewaffnung. Und dann gehen wir mal in den anderen Xenon-Sektor nochmal gucken. Aber da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, dass wir wenigstens 2, 3 Feinde abschießen. Genau, Pulslaser. Pulslaser. Ionenblaster. Bolzen und Bolzen. Und unser Cerberus hat ja, glaube ich, 2 Ionenblaster. Aber das bringt ja nicht so viel. Okay. So, hinzufügen. Minus 10 Millionen. Wartet mal, finaler Kontostand 18 Millionen. Dann bekomme ich jetzt 10 Millionen wieder. Bestellung bestätigen. Habe ich das richtig gemacht? Ja, eigentlich schon, ne? 10 Millionen bekomme ich jetzt wieder. Okay. Ja, 18 Millionen, Tatsache. Ja, jetzt ist wirklich die Frage von der Wertigkeit her, ne? Ist das jetzt viel, viel schlechter, weil ich so viel Credits wieder bekommen habe? Ach ja, je. Okay, aber ich muss das alles testen, ne? Egal, daraus lernt man ja aus. So, schaut mal, das wird da gebaut. Oh, wie cool ist das denn? Ist das mein Ionenblaster hier in der Mitte? Könnte sein, oder? So. Und hier haben wir ja auch nur 2 Geschütze. Bist du eigentlich ein guter Pilot? Ach nee, so 1,5 Sterne fast. Habe ich so ein Seminar einstecken? Ja, schaut mal, ich habe hier noch so für so einen 1er Piloten. Führe Seminar durch. Jetzt müsstest du doch eigentlich besser sein. Genau, jetzt ist es ein 2er-Pilot, 2,5 sogar. Okay. Cool. Wäre mal schön, wenn ich mal ein paar mehr 3er bekommen würde. So, lass mich da mal wieder hin. Du solltest dich hier eigentlich gar nicht hinsetzen. Okay, wir können abdocken. Gut, haben wir alles. Jetzt müsste es stimmen. Ich schaue lieber nochmal nach. Reise hatten wir gelassen. Ja. Und Puls... Puls, Ionen. Okay, das stimmt.
Und das probiere ich nur mal so, ne? Also, das müssen wir gucken, ob das funktioniert. Wo wir da vorhin reingeguckt haben, sah das ja nicht so schlecht aus. Abducken, so. Jetzt aber, das testen wir noch schnell, ihr Lieben, ne? Das möchte ich nur mal testen. Ach je, so. Gut. Wartet mal, schieß mal einmal. Obwohl das gerade ein roter, aber der klemmt da bestimmt wieder. Kriege ich den anvisiert? Kurzstreckentransporter. Ah. Ah, cool. Schaut mal, den habe ich sogar abgeschossen. Okay, gut, das war jetzt bestimmt nicht so schwer, aber jetzt schieße ich mal. Oh, schaut mal, das fühlt sich schon ganz anders an. Das klingt doch gut. So, passt mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Und zwar, ich probiere jetzt hier. Also ich fliege hier jetzt zu diesem Sprungtor. Wartet. Genau das hier. Und dann fliegen wir da mal rein. Vielleicht sind hier auch Feinde, dass die mal da durchkommen. Hier wird da schließlich was angegriffen und hier auch. Gut, dann schauen wir da nochmal schnell rein und probieren das aus. Also der Ionenblaster müsste eigentlich hundertprozentig funktionieren, ne? Weil der macht richtig starken Schildschaden. Danke für Ihre Hilfe. Ach, bitteschön, gerne doch. Dankeschön. Danke für Ihre Hilfe. 1500 nur? Und 500, okay. So, dann fliegen wir da rein. Und hoffen, dass wir jetzt noch einen Feind finden. Erreiche System. Adäquat Entscheidung. Aber ein gutes hat das. Man muss ja mal was ausprobieren an Waffen, ne? Wartet mal, hier ist eine Überfallgruppe. Autopilot. Ausgeschaltet. Stopp mal bitte. Habt ihr das gesehen? Können wir hier schon Feinde abgreifen? Da, schaut mal. Leitsystem. So. Da oben. Okay, dann fliege ich da mal hin. So ist die gut, ne? Ich finde die jetzt auch so. Also, die ist jetzt nicht von der Steuerung her schlimmer als der Cerberus, finde ich. Aber, ja. Die Waffen waren wirklich sehr komisch. Aber ihr müsst mir unbedingt schreiben, wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe, ne? Am Ende muss ich da ganz anders mit schießen. Ja, komm, ich will dich abschießen. Ah, schaut mal bitte, wie ich das Schild unterkriege. Ah, jetzt bist du zu weit weg, okay. Jetzt ist er zu weit weg. Der geht stiften. Aber habt ihr ja gesehen, da ging das Schild jetzt wenigstens mal runter. Oh, jetzt lädt er sich auf. Ja, klasse. Das ist natürlich gut. Super. Haben wir hier noch irgendwo einen Feind? Ist ja schon das, wo ich rein wollte. Sprungtor. Morgenstern. Nee, das ist das Falsche. Gut, dann fliegen wir da mal noch schnell hoch. Hier so hin. Autopilot. Eingeschaltet. Wir schauen mal, ob wir noch einen Feind schnell finden, ne? So. Das war schon viel, viel besser. Und kam mir auch so generell schneller vor als beim Cerberus, ne? Danke für Ihre Hilfe. Bitteschön. Auch für die Argonen, okay. So, dann schauen wir mal hier noch. Cool wäre es, wenn die jetzt mal hier zu uns kommen würden von da oben. Kein Feind irgendwo für uns. Doch, da ist einer. Stopp. Autopilot. Ausgeschaltet. So, den nehmen wir uns. Können wir gleich nochmal probieren.
Klasse. Perfekt. So, haben wir die Container eingesammelt? Ja. Das ist perfekt. Ja. Cool. Ihr könnt mir wirklich gerne mal schreiben, ob ich die Bewaffnung so erstmal lassen kann. Und oder ob es noch bessere gibt. Ja, das gefällt mir. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir bleiben mal hier vielleicht stehen. Wir können ja vielleicht in der nächsten Folge hier nochmal schnell reingucken und den nochmal ein bisschen weiter ausprobieren. Also hier mal reinspringen. Oder hier kommen dann noch welche. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Danke für Ihre Hilfe.